Moin Moin und willkommen zurück bei Dictator C. Heute ja ein kleiner Tipp, ein kleiner Lösungsweg, ein Problemvideo. Es gibt Probleme mit der Hobbywing-Software. Und zwar kann dies in der falschen Reihenfolge durchgeführt werden. Und ich habe hier einen Lösungsweg oder eine gewisse Reihenfolge, die ihr beachten müsst oder solltet, damit diese Probleme nicht bei euch auftreten. Um welche Probleme es sich handelt, erzähle ich euch gleich. Erstmal eine kleine Sache vorweg. Ich habe die Kanalmitgliedschaften, wer es noch nicht gesehen hat, ich habe die aktiviert. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mich auf diesem Wege unterstützen möchtet. Es ist keine Pflicht, das ist einfach ganz normal ein bisschen, ja, Unterstützung. Ist im Grunde auch nichts anderes als ein PayPal-Spendenkonto, aber ich wollte das ein bisschen offizieller machen. Das gibt es in drei Stufen: 2, 3 und 5 Euro. Das ist so ziemlich alles dasselbe, was dort, so ziemlich, sage ich ganz klar, weil auch YouTube möchte hier, dass da ein paar Schritte anders sind, aber im Grunde geben die sich alle nichts. Euch ist völlig freigestellt, welchen Weg ihr nehmen möchtet, wenn ihr das tun, denn tun möchtet. Wie gesagt, ich würde mich tierisch darüber freuen und dann machen wir auch noch ein paar Sachen gemeinsam, so ein bisschen gezielter. Gut, das war's in der Hinsicht. Ganz klar, ihr müsst die Hobbywing-Software runterladen. Zurück zu Hobbywing. Aktuell ist die also V5.0.0 auf dem Markt, die Version ja, 5.0, und das gab wohl einige Probleme. Es kann nämlich dazu führen, dass wenn ihr das jetzt in der falschen Reihenfolge programmiert, dass der Regler die Programmierkarte nicht mehr erkennt oder andersrum. Die Programmierkarte den Regler, der Regler die Programmierkarte. Gehüpfige gesprungen. Ihr könnt nicht mehr programmieren. So. Und das habe ich jetzt aus mehreren Quellen gehört, von Freunden, von Händlern, dass es da zu mehreren Softwareproblemen gekommen ist. Deswegen möchte ich euch einfach hier vorweg einfach meinen Weg zeigen, vorschlagen. Aber es gibt nun mal diese massiven Probleme, weswegen einfach funktionierende Karten nicht mehr erkannt werden. Und zwar, klar, wir laden uns das runter, installieren das. Achtung, hier kann Microsoft, zack, gleich sagen, hier, nö, es ist unsicher. Ich mache es trotzdem, weil mir ist es Wurst. Das schieben wir jetzt mal hier nach dort. Ich bereite mal ganz kurz was vor, damit ihr das auch sehen könnt, was ich da gleich machen werde. Und zwar, also mein Regler im GT ist schon fertig. Deswegen kann ich euch jetzt nur eine ansatzweise Schritt-für-Schritt-Anleitung einmal zeigen. Kriege ich das Fenster hier noch größer? Nö. Gut, ihr seht, Hobbywing Software installiert, das ist dann der Punkt hier. Jetzt wollt ihr updaten. Ganz klar, ihr wollt ein Update machen, dann geht ihr auf Help, Update. Ja, okay, your product is up to date. Das ist dann die Software. So, jetzt wollt ihr die Programmierkarte zuerst updaten. Es geht erstmal nur ums Update. Das ist nämlich wichtig. Ihr updatet nämlich euren Regler über die Programmierkarte. Ihr könnt, und das ist jetzt der Fehler, den man machen kann, den man begehen kann, ihr könnt euren Regler zuerst updaten, bevor ihr eure Programmierkarte geupdatet habt. Schickt also neue Software durch ein veraltetes Gerät, um dann im Nachhinein das veraltete Gerät zu updaten. Das ist die falsche Reihenfolge. Ihr müsst unbedingt erst die Karte, dann den Regler updaten. So, weil kauft ihr euch jetzt den XR8 Pro, könnt ihr euch natürlich eine neue Programmierkarte, falls ihr noch keine habt. Ich zeige euch gleich mal welche. Ich mache das jetzt einmal. Achso, nee, ich muss das ja. Kleiner Fehler. Überblende. So, da hier seht ihr meine Hand. Das machen wir hier aktuell. Da ist die Programmierkarte. Das ist die LCD-Box von Hobbywing. Die habe ich jetzt seit gut 3 Jahren. Und ja, leistet einen guten Job. Jetzt heißt es auf einmal seitens der Händler oder mancher Großhändler, Importeure, dass man doch
gefälligst dann, wenn es nicht klappt, eine neue Programmierkarte kaufen soll. Die neue. Die soll nämlich leicht anders aussehen. Ich selbst habe sie nicht, weil meine funktioniert. Das ist aber totaler Humbug. Das muss man nicht. Bitte nicht darauf reinfallen. Es geht auch so. Ne? Also, wir verbinden jetzt mit einem USB-Kabel, was an eurem Rechner angeschlossen ist, die Programmierkarte mit dem PC. Na, dann kommt hier ein kleines Symbol, ein kleiner Ton. So, wichtig ist, ihr wollt hier auf LCD-POX. Er ist jetzt auf Regler, Speed Controller. Das müsst ihr dann einstellen. LCD-Programmbox. So, das war natürlich, ich war der Meinung, ich hätte das schon vorbereitet. Nochmal Kabel ab. Ah ne, scheiße, da war schon. Entschuldigung. Ich war der Meinung, man muss es vorher machen und dann auf LCD-Box gehen. Nein, jetzt ist es da. So, Version 5 ist nur das Programm auf Microsoft. Ihr könnt jetzt hier, ihr seht, welche Filmversion ich habe. Na, das ist die aktuelle, die PB-4.0.06. Die ist auch ausgewählt als neueste Version. Das habe ich dann im Grunde auf Upgrade gedrückt und dann ist das passiert. Und dann ist meine Hubkarte geupdatet. Hier rechts seht ihr immer die Sachen, die da geupdatet oder gefixt wurden. Dann ja, schließt ihr die Programmierkarte an euren Rechner an mit dem Programmierkabel. Ganz klar, achtet auf Plus, Minus. Da wird kein Kurzschluss geben, aber sonst funktioniert es nicht. Dann gehen wir auf ESC Speed Controller. Müssen das Auto einschalten. Da bin ich nämlich am Anfang auch drauf eingefallen. Ich habe schon alle Lüfter abgeklemmt, damit hier gleich kein Wirbelsturm entsteht. Der Regler muss Strom bekommen. Dann kann es sein, dass wir es nochmal komplett... Nein, da ist er. Jetzt warten wir natürlich. Da ist mein Regler. So. Und auch hier konnten wir Firmware Upgrade. Und genau ist es hier, weil es der Xeon-Regler ist, XR-5.4.03. Da ist auch bei mir aktuell die geupdatete Version, die neueste Version drauf. Dies könnt ihr dann auch einfach auf Upgrade machen. Dann lädt ihr das alles ja, auf die Karte oder auf den Regler und fertig ist der Lachs. Wichtig ist, diese Reihenfolge einzuhalten. Es gibt manche, denen ist das passiert. Die haben aber, wie gesagt, die Reihenfolge falsch gemacht. Dadurch lässt der Regler sich nicht mehr mit der Karte verbinden. Auch wenn ihr im Nachhinein die Karte geupdatet habt. Das ist beschissen. Ja, das ist hier meine Einstellung jetzt. Hier können wir mal ganz kurz gucken. Profil, ich fahre den GT3 hier. Zero Timing. Das funktioniert übrigens auch. Wenn die Funke verbunden ist, blinkt die rote LED am Regler, die blinkt permanent. Sobald ich kein Gas gebe, ist natürlich was anderes, dann kommt ein Signal für Gas. Aber es funktioniert der Blink-Emote. Ne? Das war es schon. Also wie gesagt, wichtig ist, ihr müsst zuerst die Karte upgraden im Grunde. Sagt ja, Hobbywing sagt upgraden. Und dann erst den Regler. Ganz, ganz wichtig, diese Reihenfolge zu gehen. Ne, damit ihr oder euer Händler, wo ihr sagt, der Regler muss jetzt zurück, weil er nicht funktioniert, kann ich verstehen, dass man da erst gefrustet ist, hätte mich auch treffen können. Und der schickt den dann den zum Großhändler zurück. Ja, ist im Grunde, ja, kann man verhindern. Ist ein Fehler, der wirklich sinnfrei ist. Also hier muss Hobbywing klar nachbessern, das muss funktionieren, auch wenn man es falsch herum macht, aber aktuell sollte man diese Reihenfolge ja, bevorzugen. Ne? Gut. Vielen Dank fürs Reinschnuppern. Ich löse jetzt hier alles. Erstmal mache ich das Auto aus. Tschüss. Dann hier, dann hier. So. Jetzt ist alles getrennt. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr noch kein Abo da habt, lasst auch gerne ein Abo da. Und wenn ihr richtig Bock habt und sagt, das gefällt mir richtig gut,
Mitgliedschaft würde mich auch sehr, sehr freuen. Ne? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.